Hallo, ich bin Micha, der Geschichtenerzähler. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen von Pat, dem Kater. Pat ist ein kleiner schwarzer Kater, der in Irland lebt. Sein Zuhause ist ein irischer Pub an einem schönen See. Dort gibt es viel Natur, Schafe und Enten und andere Tiere. Unsere Geschichte beginnt an einem sonnigen Frühlingstag. Pat wurde von den Sonnenstrahlen geweckt, von seinen Dosenöffnern, so bezeichnet er seine Menschen, gefüttert. Pat beginnt seinen Tag mit einem Gang durch den Garten und sucht sich einen sonnigen Platz am Seeufer. Dort legt er sich in den warmen Sand, lässt sich die Sonne auf sein Fell scheinen und beobachtet das Treiben der Enten auf dem See. Nach einiger Zeit bemerkt Pat eine Bewegung auf dem See, die ihm fremd ist und ihn neugierig macht. Er hebt etwas seinen Kopf und blickt interessiert und neugierig auf das Wasser. Pat sieht einen Kopf im Wasser, zuerst sehr klein und dann deutlicher und deutlicher. Er ist ganz aufgeregt und neugierig. Es muss ein Tier sein, aber so etwas hat Pat noch nie gesehen. Das Tier schwimmt langsam und vorsichtig auf das Ufer zu, denn es geht ihm ähnlich wie Pat. Es hat auch noch nie so ein Tier gesehen. Beide wissen noch nicht, was sie erwartet. Pat überlegt, es sieht fast wie eine Katze aus, aber Katzen im Wasser? Pat weiß, dass Katzen sehr ungern im Wasser sind. Seine Neugier wird immer größer. Das Tier im Wasser ist ein Fischotter, genauer ein Fischottermädchen. Das ist Otti, die den See erkundet und ebenfalls sehr neugierig ist. Auf das, was da am Ufer sitzt, so schwimmt Otti langsam und ganz vorsichtig näher an das Ufer. Pat nimmt allen Mut zusammen und geht bis an das Wasser. Otti erreicht das Ufer, halb ist sie noch im Wasser und halb am Land. Beide schauen sich lange an, jeder überlegt, was das, was ihm gegenübersteht, sein könnte. Pat weicht etwas zurück, schließlich siegt seine Neugier. Otti sammelt allen ihren Mut und geht an Land. Beide stehen voreinander und schauen sich an. Hören wir nun zu, wie sich die beiden kennenlernen. Otti ergreift die Initiative und spricht Pat an. Hallo, ich bin Otti. Und wer bist du? Ganz überrascht antwortet, hallo, ich bin Pat, der Kater. Du siehst fast aus wie eine Katze, aber du bist im Wasser. Also kannst du keine Katze sein. Otti ganz erstaunt. Was ist eine Katze, bitte? Pat etwas verwirrt. Ich bin eine Katze. Ein Kater, um ganz genau zu sein. Otti, nun schon etwas ruhiger. Aha, du lebst an Land? Pat mit großen Augen. Ja, ich lebe an Land. Otti, leicht irritiert. Ich bin ein Fischotter, ein Fischottermädchen. Pat ganz erstaunt. Aha, so etwas wie dich habe ich noch nie gesehen. Und setzt sich zu Pat in den warmen Sand. Otti schaut Pat an und beginnt zu erzählen. Ich bin durch den Fluss geschwommen und in den See gekommen. Ein sehr schöner See, viele Fische, wenig Menschen. In dem See, wo ich vorher gelebt habe, mochten mich die Menschen nicht besonders. Sie hatten Angst, dass ich zu viele Fische fange. Deshalb versuchten sie, mich zu fangen. Aber ich bin ihnen entkommen. Nun suche ich mir ein neues Zuhause. Pat hört fasziniert zu und staunt immer mehr. Otti nimmt das Gespräch wieder auf. Du lebst hier? Pat antwortet ihr, ja, mit meinen Dosenöffnern. Otti ganz erstaunt. Was bitte sind Dosenöffner? Pat antwortet ihr, so nenne ich meine Menschen, bei denen ich lebe. Otti ganz entsetzt. Menschen? Wie lebt man mit Menschen zusammen und warum? Pat schaut Otti an und antwortet, ganz einfach, ich sorge dafür, dass die Mäuse nicht zu viel werden. Dafür bekomme ich gutes Futter und einen schönen Platz zum Leben. Otti ganz interessiert, das klingt ja interessant. Ich rieche hier so gute Sachen und ich rieche Fisch. Du hast mich neugierig gemacht mit deiner Erzählung. Zeigst du mir dein Zuhause bitte? Pat ganz freudig, sehr gerne, Otti. Heute ist kein Mensch hier und du kannst dir alles anschauen. Danke, Pat. Vielen Dank. Beide stehen auf
und Pet führt Otti durch den Garten, zum Stall und zu dem Platz vor dem Haus. Ottis Augen werden immer größer und sie riecht den Fisch, je weiter sie zum Hauseingang kommen, immer stärker. Otti schnuppert. Pet, hier riecht es ja so gut. Pet antwortet ihr. Ja, Otti, das ist der Fisch, den mein Dosenöffner gestern gefangen hat. Der ist im Ofen zum Räuchern. Otti wiederum ganz erstaunt. Was ist Räuchern, bitte? Ich kenne nur rohen Fisch. Pet, komm, ich zeige es dir. Die Haustür ist einen Spalt offen und schon schlüpfen beide in das Haus. Otti bleibt stehen und sieht sich um. Das ist aber ein großes Haus und es riecht hier so gut. Pet zeigt ihr alles und erklärt ihr, hier sitzen auch immer Menschen und essen und trinken. Da bekomme ich auch immer eine Portion an. Otti ganz aufgeregt. Du lebst ja wie im Paradies, Pet. Ich hab den Fisch gefunden. Otti läuft auf den Kamin zu, fasziniert von dem Duft des Fisches. Pet schreit. Halt, Otti, nicht auf den Kamin springen. Der ist heiß, du verbrennst dir die Pfoten. Und schon ist es passiert. Sie schreit au und springt sofort wieder von dem Kamin herunter. Mit schmerzverzerrtem Gesicht sagt sie, au, das ist ja heiß. Pet antwortet ihr, ich hab dich doch gewarnt, aber du hörst mir nicht zu. Pet kümmert sich um die Pfoten von Otti. Er schaut sich die Pfoten an und sagt zu Otti, St. Patrick sei Dank, es ist nichts passiert, Otti. Du hattest Glück. Komm, wir gehen in den Garten und ich besorge dir ein Stück Fisch. Otti ganz geknickt, ja, ich hätte auf dich hören sollen, nun tun mir die Pfoten weh. So habe ich gelernt, vor Kaminen und Öfen sollte ich fernbleiben. Pet nickt, ja, das solltest du. Ich habe es auch lernen müssen. Komm, lass uns in den Garten gehen. Otti seufzt, ja, das ist sicher besser. Beide gehen in den Garten vor dem Haus und suchen sich ein schönes Plätzchen. Mittlerweile ist es Nachmittag geworden. Pet und Otti blieben im Garten und erzählten sich alles, was sie so erlebt hatten. Der Abend nahte und die Zeit zum Abschiednehmen kam. Pet begleitet Otti zum See. Otti schaut Pet noch einmal an. Pet, ich danke dir, dass du mir dein Zuhause gezeigt hast und dass du dir Zeit genommen hast für mich. Darf ich dich morgen wieder besuchen? Pet, etwas aufgeregt. Keinen Dank, Otti. Es war mir ein Vergnügen. Natürlich darfst du mich morgen wieder besuchen. Ich freue mich darauf. Otti blickt noch einmal zu Pet und schwimmt in den See hinaus. Pet steht noch lange am Ufer und dachte über alles nach, was er heute erlebt hat. Er denkt so für sich, der große Schöpfer im Himmel hat sonderbare Geschöpfe erschaffen. Pet trottet langsam und nachdenklich zum Haus zurück. Er hörte seine Dosenöffner, freut sich auf sie und bedauerte sehr, dass er nicht mit seinen Menschen sprechen kann. Er hätte ihnen gern von seinem Erlebnis mit Otti erzählt. So bleibt mir nur noch zu sagen, dass dies sicher nicht das Ende der Geschichte von Otti und Pet ist. Die beiden werden sich bestimmt wiedersehen und ich kann eine neue Geschichte erzählen. Auf bald, euer Micha.